Nee. Tokita streikt schon wieder bald. Ist ja auch toll. Schon mal Informationen, Spoiler-Alarm. Achtung, Kitas von der AWO streiken demnächst mal wieder. Wie? Das wissen schon alle. Was wissen alle? Das sieht aus, als wenn du weinst. Kannst du mal lachen? Ich lache. Freunde. Warum kommt der Geschirrspüler? Nur noch ein Tag, du musst rückwärts zählen. Jo, Laden auf und los. Jetzt organisiere ich für Madame Geschirrspüleranschluss. Oh, dazu brauche ich. Hi. Schlüssel, moin. Moin, ich bin zurück. Allerdings nur eine Kleinigkeit und zwar, mir ist ein Blick in die Kette rausgesprungen und ich habe irgendwie nichts dabei. Wie, nichts dabei? Hast du keine Hände? Bitte? Hast du keine Hände oder was? Habe ich keine Hände? Hast du keine Hände? Nee, aber ich habe kein Zellstoffpapier oder sowas. Was für ein Ding? Zellstoff? Papier? Taschentücher? Ach so, Papier. Zellstoff! Wieso das? Das ist doch Toilette! Ach ja, Zellstoff und Klopapier brauchen wir hier. Bitte! Okay, perfekt, okay. Das hätte ich wahrscheinlich auch selbst machen können. Nächstes Mal, weißt du, wie es geht? Rückwärts schieben, ne? Viele versuchen vorwärts. Ja, ein paar Mal hat es schon gemacht, aber bei mir sahen die Hände danach aus, als wenn. Aber bei mir sehen sie jetzt, aber das nicht von der, sondern. Aber ein bisschen schwarz wird man, klar. Ist auf Toilette oder was? Hey, ich bin ja manchmal auch. Klopapier? Zellstoff? Hä? Bist du auf Toilette? Na los, warum filmt denn der? Ist doch Schwachsinn, muss er doch gar nicht. So ein Blödsinn. Gut, okay. Kappenauftrag. Peugeot. Der Bremszug ist gerissen. Da-da. Und nicht nur das, er meint sogar, den vorderen können wir jetzt auch mal tauschen. Ich sag zu ihm, wieso denn? Der ist doch noch gut. Das ist natürlich ironisch gemeint war, weil der ist wohl schon lange zu tauschen. Ne? So wie der aussieht, unglaublich. Aber er läuft auch noch fantastisch. Problem ist, das Schloss ist hier dran. Und da muss ich ja den neuen Zug durchfädeln. Kriege ich schon irgendwie hin, aber schöner wäre es natürlich ohne Schloss. Doku, Doku, Dokumentation. Dokumentation eines Zugwechsels. Okay, ich wechsle diesen Zug. Ich kappe ihn erst hier. Ziehe ich ihn raus hier, ziehe ihn raus hier, sofern noch möglich. Tada. Behalte dieses Ende, um den neuen Zug abzulenken. Wieder einmal. Zugwechsel Peugeot. Das gleiche machen wir auf dem Hinterrad, beim Hinterradzug. Dann entnehme ich hier. Störe die Spinnen beim Schlaf und entnehme den Altzug. Zack. Anschlaghülse. Und ziehe unten den alten Zug raus. Das war der alte Zug. Jetzt habe ich den Rest von dem Zug hier rausgezogen. Das gleiche mache ich hier hinten. Auf, der Mutter auf. Raus. Wieder auf Null stellen. Zack. Geil. Keine Meile. Funktioniert einmal frei. Ich liebe es. So, habe ich einen Gaswasser-Scheißemann getroffen und. Ja, Problem, Problem. Ah ja, gut, wir gucken mal nach einer Lösung. Teil 1 auf der Liste haben wir, das Y-Stück für die zwei Aquastops. Jetzt gucken wir mal, was wir noch brauchen. Hey, das Ding. Ab!
Abfluss. Ich krieg den Abfluss nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Tommy hat eigentlich zu tun. Jetzt muss ich das hier durchkommen. Unter diesem Schloss durch, ja? Gucken. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So ein Fahrrad, so die eine Nacht oder den anderen Tag draußen gestanden hat. Ja. Und man nimmt das wieder in Betrieb, was muss man da machen? Ja, Schlosshof. Haha. Ja, lass mal ruhig. Was hast du? Ich würde gerne mein altes Fahrrad loswerden. Oh, das ist gut. Ist zu gut, brauchst du ihn? Das brauchst du. Bevor irgendwer sagt, Originalbelege sind bei, nicht, dass irgendwer sagt, die sind geklaut. Ja, und was ist das für eins? Das ist ein BMX. Das ist schon 7 bis 8 Jahre alt. Und ich will es einfach loswerden, weil es mich stört. Ja, was ist das für ein BMX? Ja, ja, ist das was Besonderes oder ist das nur Standard? Standard. Das Einzige, was man noch machen muss, ist Reifen aufpumpen. Ja. Bevor ich es stehen lassen habe, hat es immer an den Pedalen geknackt. Okay. Also das sind die einzigsten gravierenden Sachen, die jetzt auffallen. Hoffentlich nicht Tretlager kaputt. Das weiß ich nicht. Wenn die immer kaputt. Wie teuer soll es sein? Gar nichts, ich will es nur loswerden. Wie gar nichts? Naja, das ist 8 Jahre alt, das ist nichts mehr wert. Ich will es allerdings nicht irgendwo in die Ecke stellen. Naja, dann kannst du es ja nicht vorbeibringen. Du kriegst einen Zehner quasi. Also nur wenn du sie annimmst. Ja, ja. Hätte ich es irgendwie nochmal zur BSR fahren müssen oder so. Nee, gerne. Okay, dann komm ich gleich mal mit denen. Alles klar. Ja, danke. Gar nichts. Nicht mehr wert, naja, ein Zehner immer, oder? Vielleicht auch nicht, ja, ein Zehner schon teuer bezahlt. Ach, einfach nur für das nette Originalbelege sind dabei. Ich bin ja mal gespannt, was da kommt für eine Krücke. Und wieder 15 Minuten um, ich krieg die Krise. So, liebe Leute, tut mir sehr leid, die Kamera war eben an. Ihr kriegt es ja gar nicht mit, ich schneide es ja nachher raus. Also tut mir nicht leid. Tut mir leid für mich selbst eigentlich, weil ich es nachher schneiden muss. Ich habe gerade einen Ratti gerufen, da kam eine Kollege an und meinte, ihr habt da ja mitgekriegt. Der kam an und meinte, ja, pass auf, ich habe hier einen Rat im Keller und so. Und ich will es eigentlich nicht haben. Ist ein BMX, hat er sich verschätzt, ist ein MTB. Knapp vorbei ist auch daneben. Praktisch, der hat die ganzen Originalunterlagen, alle noch original verschweißt sozusagen von dem Rad. Er ist einer, der das Rad sehr gepflegt hat. Das ist von 2011, das Rad. Und das ist Top-Zustand eigentlich. Tretlager knackt ein bisschen, meint er. Guck mal da. Was ist denn das? Ein Checker-Pick. Check the best, leave the rest. Da sind die Papiere mit dran. Als würde ich es jetzt gerade kaufen. Wenn ich sage, was willst du haben dafür? Hat er Marathon Plus Bereifung? Marathon Plus Schwalbe, Marathon Plus MTB. Hat er frisch drauf gezogen? XT Bremshebel drauf. Ich sage, was willst du haben dafür? Also, als ich es noch nicht gesehen hatte, sagt er ja nichts. Er will es mir einfach schenken. Hä? Was? Wieso schenken? Ich meine, total geil. Ja, gerne. Her damit, war, würde jeder andere wollen. Ich sage, ich gebe nicht. Ich meine, jetzt zeig ihm am Ende wenigstens, kam er damit an. Ich sage, okay. Das ist kein BMX, das ist ein Mountainbike im Top-Zustand. Ich will nicht haben dafür. Er will nicht haben. Ich sage, ich gebe dir jetzt ein Fuffi Minimum. Dafür ich sage, sind ja schon die Bremshebel, muss ich dir bezahlen. Ich sage, die Bremshebel, warum willst du das nicht über eBay Kleinanzeigen? Nee, will er nicht. Und er hat keinen Bock und er verschenkt es. Er will es mir eigentlich schenken. Da ist schon Krampf, ihm ein Fuffi zu geben. War schon Krampf. Dann hat er gesagt, er hat noch mehr im Keller. Dann bin ich zu ihm nach Hause, in den Keller. Und hab mir noch ein paar Sachen geholt. Das war aber alles Klump, Schrott. Egal. Hab ich geholt. Nochmal 20 Euro in der Hand gedrückt. Das ist gut. Ich fasse es nicht.
Was ist los mit den Leuten? Ich habe echt so die Nacht geklaut. Im ersten Moment. Ja, kauft ihr auch Räder an. Nehmt ihr auch Räder an. Er hat ja nicht gesagt, kauft. Nehmt ihr auch Räder an. Dass alles kaputt ist, nicht mehr wert. Hä? Fasse nicht. Das geht jetzt in die Vermietung und tut es. Was für ein geiler Draht das ist, ey. Unglaublich. Mit Lampe und allem, ey. Geht noch. XC-Bremshebel. Na, neu, wie gesagt, Papiere sind hier drin eingeschweißt. Adresse habe ich. Ausweisnummer habe ich. So, den Vertrag über das, über seinen Kredit, den er dafür irgendwie noch hat. Cool. Eingestaubt, bisschen peinlich, er hätte es vorher noch sauber machen sollen. Er wollte es verschenken. Wir haben ein Motovikan, was ich letztens schon mal hatte. Da funktioniert die Schaltung nicht mehr. Ich weiß nicht warum, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Sachs Commander. Gespannt. Kamera fällt immer aus. Ich hoffe, ich habe am Ende überhaupt Videos. Guten Morgen, jetzt beugt das ein. Guten Morgen sagen ist natürlich Quatsch, ne? Also das ist schon nach dem Mittag. Ich habe jetzt gerade was gegessen mit meiner Frau zusammen draußen. Haben wir gesessen. Ganz gemütlich. Und jetzt beug. Das Hinterrad ein hier. Wenn die Karte nicht abstürzt. Wenn die Karte abstürzt, beugt das Hinterrad trotzdem ein. Und dann ist mir jetzt auch egal für heute. Nervt. Mann, ey, lauf einfach durch. Ja, noch ein dicker, der auf dem Minderheitenparkplatz steht. Ey, geil. Wie geil ist das? Cool. Schadenfreude ein bisschen. Mal gucken, was noch kommt. Bestechungsversuch oder so? Ist man ja nicht. Na? Kessel, Zitronen, Entsafter. Hey. Ja, Unfallwaschung. Die arme Frau hat total aufgelöst. Ja. Ich komme jetzt gerade noch mal runter, hat mir den Arm genommen. Oh, danke für die Hilfe. Mhm. Ja, da alleine in drei Türken. Und die sofort anrufen, da steht die Familie da und alle quatschen natürlich ein. Scheiße. Haben wir wieder Probleme gewesen? Haben wir Probleme gewesen?
Hast du den Standardbullen oder als gekommen ist? Draußen. Mhm. Hast du nicht wahrgenommen? Doch, dass sie da stand schon, aber weshalb jetzt nicht? Naja, ist ja auch nicht. Ja, sie stand. Fahrschul. Frage. Sie kam von hier. Auf ihrer Seite ist eine Parklücke frei. Sie blinkt? Gehört ihr. Auf der anderen Seite kommt der Audi S7, was weiß ich, so ein Q7, so ein großes Geländer, aber mit jedem cool. 3 Türken drin. Ja. Ja. Sie blinkt? Sie sagt, sie nimmt die Parklücke, macht zum Fenster runter, sagt, na, ich nehme die Lücke hier. Und sie sagt, auf keinen Fall, kriegst du nicht. Und ziehen einfach hinter ihr rüber und rammen dabei ihr Heck. Hm. So, also, weil sie ja nicht fahren kann mit den großen Dingen. Sie stand ja schon halb in der Lücke drin. Hm. Das ist ja auch Quatsch, ne? Ja. Wer hat Schuld? Eindeutig. Erstens, in Fahrtrichtung hat immer Vorrang. Hm. Ne? Und das. Wer sich da zuerst blinkt, der. Ja, sie haben die richtig an die Schnauze und so und wollten. Und dann war ich so laut, dann bin ich rausgegangen mit Kamera. Und hab dann gesagt, erstmal, weil es schon wieder Stau bildete und alles blockiert war, wieder Fahrspuren, weil der stand nur mitten auf 2 Fahrspuren, der Länder waren. Mhm. Dann sucht, hab da Fotos gemacht, dann fahrt hier rüber, rin, erstmal macht eh eine Fahrspur frei. Das war alles. Dann hab ich die so ein bisschen beruhigt. Und sie hat dann auch ihre Familie angerufen, die sind ja Gott sei Dank auch hier irgendwie unterwegs. Ich hab Angst. So, du hast deine Angst, alles gut, ich bin hier. Marathon plus. Ja, ein Quietscher. Ja, hallo. Wer ist denn da? Alle schickt er weg. Alle. Lass mein Geld woanders. Nee, okay. Alles gut. Wie zählt das hier bei mir? Das ist ein Beruf. Geh mal weiter. Da musst du heute lernen, weil er heute geschrieben hat. Ich musste gestern lernen, weil ich heute geschrieben habe. Und heute lernen. In der Bahn. Qualvoll. Ja, bitte. Ich wollte fragen, ob ich mein Fahrrad zur Reparatur hierher bringen kann. Ja, Du bist auch verrückt. Ja, es ist gar nicht so einfach, wie man so finden, der sagt, es geht noch. Ja, wieso denn? Weiß ich nicht. Weil alle Fahrrad fahren. Ja, weil sie alle Fahrrad fahren, dann kann ja kein Rad kaputt sein. Ja. Das ist ja unglaublich. Na, bring mal, was hast du denn zu machen? Ich bin vor kurzem noch mitgefahren und abends habe ich es an der U-Bahn abgeholt, da war es hinten komplett platt, aber so richtig bis auf die Felge. Ich weiß nicht, ob es jemand durchstochen hat oder ob ich morgens durch irgendwas durchgefahren bin, ich weiß es nicht. Na, hast du denn versucht schon aufzupumpen oder war es vielleicht nur so ein, wir machen das Rad mal platt und gucken mal, wenn es morgen noch da steht, klauen wir es? Ach so, irgendwie so viel ewig. Ja, egal. Siehst du? Da kommst du einfach mal vorbei, kannst auch pumpen, ist ja auch egal. Das mache ich gleich mal. Okay, dann gehe ich nach Hause, pumpe das mal auf. Aber ich könnte auch morgen, seit morgen auch da? Von 9 bis 9. Von 9 bis. Heute bis 9. Wann lebt ihr? Zwischen 9 und 9 und danach ich schlafen. Da lebe ich. Okay. Dann würde ich das jetzt mal zu Hause ausprobieren. Achso, hast du eine Pumpe da, ja? Ja, eine vernünftige. Habe ich da, ja. Na, wenn nicht, dann kannst du auch kurz vorbeikommen. Wir haben ja eine Pumpe oben oder so. Das kann sich so blöd schieben. Alle tut. Ich pumpe es lieber auf zu Hause. Genau, das ist vernünftig auch. Und dann warte ich mal ab bis morgen früh und wenn es dann wieder platt ist. Aber ich glaube, was ist das für ein Rad? Ein Mountainbike-Kurzdienst. Schön. Das ist schon einige Jahre auf dem Boden. Ist egal, Stevens wird ja nicht laut. Und da könnte eben glatt auch der Fall sein, dass man so ist mir tatsächlich aber noch nie kontrolliert, ob das Ventil offen ist. Ja. Ist so, ja. Weil die dachten, es steht dann vielleicht länger da. Und dann steht es länger da, haben sie länger Zeit zum Klauen. Wenn du gleich mitnimmst, dann haben sie Pech. Okay. Aber das ist eine typische Taktik tatsächlich. Ja, ja, weil dann, mir ist tatsächlich ganz im Ernst, ich lebe seit 30 Jahren in Berlin, mir ist noch nie ein Rad. Ey, warum sagst du nicht jetzt? Weil ich ein Glückspilz bin, das muss man doch immer mitnehmen. Jetzt hör doch mal auf, das darfst du nicht sagen. Jetzt musst du dreimal auf Holz klopfen, denn man redet da nicht drüber. Ja, genau, Gott sei Dank ist hier alles voll mit Holz. Okay. Also nicht beschreien. Okay.
Ich finde es aber. Ist jetzt auch so Wohnung geklaut worden, wahrscheinlich jetzt gerade. Ich finde es phänomenal. Ja, das ist phänomenal. Wie lange sagst du? 3-4 Jahre. Mann. Bitte. Sehen wir uns morgen. Aber das ist doch lächerlich, mal ganz im Ernst. Jetzt siehst du irgendwelche Fahrradläden und die sagen, nee, platte Reifen machen wir nicht mehr oder was? Ist das wirklich so? Also, ich sag mal so, ich habe irgendwie im Fahrradladen angerufen, weil ich wollte es nicht hinschieben, wenn es nicht geht. Ne? Ja, so, ist klar. Dann haben die gesagt, ja, dann müsste ich erst mit dem Rad vorbeikommen und es zeigen und dann würden sie mir einen Termin geben und dann würde ich es wieder mitnehmen müssen und dann kann ich auch. Was ist das für ein Quatsch? Bei welchem Laden hast du denn angerufen? Bei Rotterdam, genau. Die sind aber auch echt komisch drauf. Ich fand die auch total unfreundlich am Telefon. Wie kann das denn sein, ey? Die schicken auch richtig viele weg, weil sie voll sind. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht. Das also, die sind ja so viele. Ich habe ja auch viel zu tun, aber ich arbeite ja mit denen da. Das finde ich ja sogar noch okay zu sagen, geht jetzt nicht, ne? Aber dass ich am Telefon keinen Termin abmachen kann. Ja, für einen platten Reifen? Ich habe ihm auch gesagt, ich kann Ihnen nur sagen, was es ist und so. Und dann. Bis zu 3 Monate ausgebucht oder so. Da mache ich was falsch. Da bin ich zu leer. Oder ich mache alles richtig, ja. Ich glaube, arbeite das meiste zum Abend hin immer weg. Und dann halt am nächsten Tag, naja, nur noch die Aufträge, wo bestellbar ist oder so. Das ist kein Problem. Platter Reifen. Wenn du genug zu tun hast, machst du ja nichts falsch, oder? Wenn du genug zu tun hast, machst du ja nichts falsch. Naja, aber ich frage mich, also, ob das nur eine Taktik ist von den Läden mittlerweile tatsächlich. Weil ihr könntet ja von allen Leuten nicht. Von dir, von allen, egal wer. Ja, Mensch, alle. Und du bist der Einzige, der noch. Und so, das kann doch nicht sein. Also mache ich da entweder manchmal richtig falsch, tatsächlich. Dann müsste ich ja völlig überbucht sein, normalerweise, wenn alles richtig laufen würde. Aber, oder ich mache halt richtig und die anderen machen alles falsch. Oder ich weiß es nicht. Mich würde ja einmal interessieren, wie deren Taktik ist. Warum, wieso, weshalb? Und ich meine, einen platten Reifen, einen Termin machen für einen platten Reifen, hallo, oder setze ich. Ich habe mich nicht interessiert, was es ist. So, ne? Also, ich dachte, kann ja sagen, was es ist und es ist das und das. Nein, ich wollte gar nicht hören. Dann schickt da nämlich oft auch Leute hin tatsächlich und sage, ja, also ich habe manchmal keine Zeit für irgendwelche Einspeichaktionen oder sowas. Naja, ich bring vorbei, wenn was ist, bring's vorbei. Oder fahr mal eine halbe Stunde damit durch die Gegend, wenn du heute noch Zeit hast oder so, vielleicht ein bisschen mit Belastung kann das nicht so. Wo ist er denn? Macht sich ein Brot. Jetzt muss ich dich tatsächlich nochmal nach Geld fragen. Wir wollen Eis essen. Ist das deine? Ja. Oh Mann, nie im Leben, ey. Das ist drüber. Ja, klar. Kommt drauf an. Ein Stück 1 Euro oder ein ganzes Set 15 Euro. Jetzt hier eine Kollege hier, der hat ein Laufrad sich gekauft, eins für 350 Euro für Mountainbike. Ohne Kassette. Ohne Kassette. Einfach nur das Laufrad. Felgenstreichen. Narbe. Ja, das ist nächsten Monat jetzt der Mann gehen. Jetzt sagt mein Kontostand wieder. Nö. Ich hab's laufen, 2 Stunden 17, ich fasse es nicht. Dann war ich immer vergesse, auf den Knopf zu drücken. Es kann nicht wahr sein. Ich krieg eine Krise. So, ich werde jetzt. Langsam einräumen. Den dahin. Den dahin. Moin. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Ja, was ist mit dem? Aber nicht ich. Ich nicht. Ich bin nicht dick und groß.
Ah, der Kollege ist wieder da, wieder einer von der Bande. Na, die Marlies ist ja auch eh, wollte wiederkommen, kommt ja auch nicht. Ist ja auch ein Ding. How much one day, my life? 8 euros. Okay. There are two free? Ah? There are two free? What do you mean? Free bike to rent. Das ist Blume, weiß ich. Ich habe richtig zu tun. Und zwar muss ich noch eine ganze Menge machen. Ey, so ein Lobby. So, das. Das. Jetzt wird gearbeitet. Ah, boah. Stevens. Erstmal das hier. Das mache ich zu Ende. Reicht doch, jetzt ist es schon nach 21 Uhr. Nee, noch nicht, Gott sei Dank. 9 Minuten davor könnte ich noch eins anfangen glatt. Aber ich mache es nicht. Ich muss erstmal die Räder hier vorne sortieren. Damit habe ich lange genug beschäftigt noch. Und dann hätte ich heute auch einfach gerne mal Feierabend. Ne? Und wollte ich denn sagen? Muss ich erstmal sortieren, was ich morgen als erstes mache. Vorbereiten hier, den Antrieb. Vorderfülle vorbereiten. Das ist so viel zu tun, das ist unglaublich. Das ist fertig, das ist fertig. Wollten Sie eigentlich noch abholen? Ziehen? Wann kommen die? Da muss ich noch einen Reifen ordentlich montieren. Das mache ich vielleicht noch. Gut, aber das mache ich ohne euch. Dann sehen wir uns morgen. Alles Gute, schlaft gut. Wie gesagt, ne? Und denkt immer schon dran. Abonnieren, weitersagen. Etc. pp. Bis dann. Ciao.